Annalena Baerbock als Außenministerin und Abgeordnete. Die Kosten, die wir tragen müssen, erfahre in diesem Video exklusiv die schockierenden Ausgaben, die mit ihrer Amtszeit verbunden sind. Von Gehältern bis hin zu Reisekosten, nichts bleibt verborgen. Verpasse nicht die Enthüllungen der brisanten Details und erhalte einen einzigartigen Einblick hinter die Kulissen. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht hier gar nicht um die Person, Frau Baerbock als solche, sondern ich mache das beispielhaft an ihrem Posten, nämlich das Bundesministerium des Auswärtigen. Die Außenministerin hat nämlich in diesem Zusammenhang hier Anspruch auf Erstattung von Reisekosten, die bei vielen anderen Ministern hier gar nicht anfallen. Die Tatsache, dass Frau Baerbock eine Frau und kein Mann ist, spielt hier auch keine Rolle, denn das wird immer gerne vorgeworfen. So, weil es so viele Privilegien gibt, die für Abgeordnete und Minister gelten, muss ich die mal vermutlich hier euch einblenden, sonst werden wir ganz durcheinander. Wir können dann auch einfach mal beginnen. Frau Annalena Baerbock ist Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Dafür erhält sie eine Bahncard erste Klasse, 1.000 Euro Bürokosten pro Monat, knapp 25.000 Euro Mitarbeiterkosten pro Monat, ein Fahrdienst in und um Berlin drumherum, Kostenerstattungen für Flüge innerhalb von Deutschlands, wenn man nicht die Flugbereitschaft benutzt, einen Zuschuss zur Krankenkasse und eine steuerfreie Pauschale. Jetzt gibt es allerdings noch die Vorzüge als Ministerin bzw. als Minister des Bundes. Man hat Anspruch auf eine Amtswohnung. Soweit ich weiß, hat Frau Baerbock diesen Anspruch nicht wahrgenommen. Es gibt Tagegeld für Tätigkeiten außerhalb des Sitzes der Bundesregierung und Reisekosten. Das ist bei Frau Baerbock dann doch schon etwas viel als Außenministerin. Die ist ja gefühlt mehr weg als hier. Sie kommt halt immer wieder zurück. Dann gibt es noch einen Dienstwagen, und zwar für die Ministerin gibt es natürlich einen persönlichen Dienstwagen mit Fahrer. Das waren jetzt allerdings erstmal nur die kleinen Bonbons, die sie so dazu bekommen, links und rechts. Es geht ja hier eigentlich ganz klar um die Knete. Wie viel verdienen Bundesminister, die gleichzeitig Abgeordnete sind? Dann fangen wir doch mal an. Also, als Ministergehalt gibt es erstmal eine allgemeine Stellenzulage von 30,68 Euro. Dann gibt es eine Dienstaufwandsentschädigung von 306,76 Euro. Dann gibt es hier einen Ortszuschlag von 1.237 Euro. Dazu gibt es für zwei Kinder bei Frau Baerbock einen Kinderzuschlag in Höhe von 291,20 Euro. Jetzt kommt der mit Abstand größte Posten, nämlich das Amtsgehalt nach § 11 Bundesministergesetz. Es ist ein Drittel der Besoldungsstufe B11. Es sind 21.444,45 Euro. Das war es noch lange nicht. Es geht noch weiter. Sie ist natürlich noch Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Und die Abgeordnetenentschädigung wird natürlich nicht gestrichen bei Doppelversorgung. Nein, sie wird nur gekürzt. In diesem Fall vermutlich um 50%. Es bleiben ihr quasi noch zusätzlich zur von der Abgeordnetenentschädigung übrig 5.295,85 Euro. Dazu gibt es die Kostenpauschale für Abgeordnete, gekürzt nur um 25%. Das sind 3.788,65 Euro. Und das ist alles pro Monat, meine lieben Leute. Wir kommen hier in Summe auf 32.394,59 Euro pro Monat. Dafür, dass Frau Baerbock unsere Außenministerin und Mitglied des Deutschen Bundestages ist. Da sage ich Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wie man das Geld so zum Fenster rauswerfen kann, ist mir schleierhaft. 32.394,59 Euro stellt damit den Sockelbetrag dar, den Minimalbetrag. Es könnte sein, dass es noch etwas mehr ist, dass es etwas höher ist. Das hängt davon ab, ob die Abgeordnetenpauschale vielleicht doch nicht um 50%, sondern nur um 30% gekürzt wird. Aber das sind individuelle Sachen, die werden nur auf Antrag verfolgt. Dafür, da kann ich keinen Einblick nehmen. Ich kann nur das Gesetz hier nehmen, nachdem sie alle bezahlt werden, und kann mir den Mindestbetrag ausrechnen. Das verdienen viele in diesem Land nicht mal pro Jahr, geschweige denn haben sie das als Rente pro Jahr. Das sind allerdings nur die Kosten, die pro Monat entstehen, und zwar dann für 48 Monate, wenn denn die Amtszeit 48 Monate beträgt.
Meint ihr, dann sind wir sie los? Nein, dann kostet sie uns weiter Geld. Es gibt Ruhegehälter, es gibt Übergangsgehälter. Ich zeige euch mal, wie hoch die Ansprüche hier wirklich sind. Von dem Ministergehalt gibt es 27,74% als Ruhegeld. Ruhegeld, ja. Das sind mindestens, weil es steigt jedes Jahr, ich kann das nur jetzt berechnen, 5.948,69 € Ruhegeld. Ab wann? Ab 60, Leute. Ab 60 kann sie das beantragen. Jetzt ist sie natürlich noch Abgeordnete des Deutschen Bundestages und da gibt es auch Rentenansprüche. Was wäre denn sonst der Bundestag ohne noch mehr Rentenansprüche für die Minister, die sowieso schon welche haben? Hier geht es nämlich und zwar circa, das kommt immer drauf an ein bisschen, das muss man genauer ausrechnen, ungefähr 260 € pro Jahr Abgeordnetentätigkeit. Jetzt haben wir Frau Baerbock schon seit 2013 im Bundestag sitzen, macht 11 Jahre Abgeordnetentätigkeit, beziehungsweise wenn man das dann rechnet bis 2025, dann sind es 12 Jahre. Dann kommt sie auf circa 2.800 bis 3.000 € Entschädigung, also Ruhegeld für die Abgeordnetentätigkeit. Aber meint ihr, das ist alles? Nein, es gibt einen Mindestbetrag bei den Abgeordneten. Die kriegen nämlich mindestens 3.675 € pro Monat, wenn sie 63 sind. Also, sorry, das macht 8.808,69 € Bruttorente. Den großen Teil davon ab 60, den kleinen Teil davon ab 63. Du und ich, wir arbeiten da noch lange bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und fragen uns immer, wer hat denen da oben eigentlich die Schrauben verstellt? Sorry, das ist absolut nicht gerechtfertigt, das ist viel zu teuer. Frau Baerbock kostet uns viel zu viel Geld, ebenfalls aber Herr Habeck, Herr Özdemir, Frau Lemke, Frau Faeser und so weiter. Es ist nämlich bei fast allen Ministern so, dass sie doppelt versorgt sind. Frau Faeser ist jetzt keine Abgeordnete zum Beispiel, bei ihr fallen dann leider diese Zuschüsse der Abgeordnetentätigkeit weg. Sie kommt dann aber trotzdem auf über 22.000 €. Ja? Zusätzlich zu der Altersversorgung. So, jetzt noch die letzte Frage. Was passiert denn zwischen Ende der Amtszeit und der Rente? Jetzt angenommen, es ist noch nicht jeder 60 oder 63, wenn er aus dem politischen Betrieb ausscheidet. Oft sind sie das schon, aber jetzt mal angenommen, sie sind das nicht. Was machen wir dann? Naja, wir kriegen ja erstmal 2 Jahre lang Übergangsgeld. 24 Monate bekommt jeder Bundesminister nach Ausscheiden aus dem Amt Übergangsgeld. Die ersten 3 Monate die vollen Bezüge als Minister einfach weitergezahlt, danach die Hälfte. Natürlich gibt es hier Regeln. Sollte innerhalb der 2 Jahre hier ein neuer Job angefangen werden, dann wird das gegenseitig verrechnet. Ja? Also, naja, wenn ich weiß, ich muss Geld, was ich vom Staat kriege, verrechnen, dann fange ich halt später meinen Job an. Ja? Also, man kann auch erst 2 Jahre das Übergangsgeld kassieren, macht einfach nichts in der Zeit. Die Rentenansprüche sind ja sowieso schon viel zu hoch und gesichert. Dann kann man nach 2 Jahren auch nochmal so eine Tätigkeit machen. Mir fällt da ein, Joschka Fischer, unser Cannabisberater, also er bekommt Geld von Herrn Benko. Also Joschka Fischer ist Gläubiger von Signa-Chef Benko oder Ex-Signa-Chef Benko. Also der Pleitegeier aus Österreich, ihr wisst, wen ich meine. Es ist abstrus, was das hier alles kostet, unabhängig von den ganzen Vergütungen, die man sowieso schon hat. Wie ist das jemandem draußen zu erklären? Ja? Also, es gibt hier eine Mindestrente für Abgeordnete, eine Mindestrente von 35% der Abgeordnetendiät. Das liegt schon über dem Maximalbetrag der deutschen Rentenversicherung. Und dann fragen Sie sich immer noch, warum die Leute da draußen sagen, ihr habt da oben irgendwas. Ich sage weiter nichts dazu. Wie soll man das rechtfertigen? Ja, also, das Geld kommt einfach aus dem Haushalt. Das sind einfach Steuergelder. Das kostet uns, also wenn da jetzt einer mit 60 in Ruhe geht für 6.000 Tacken im Monat, das sind 72.000 im Jahr. Und dann lebt er noch 30 Jahre. Das sind über 2 Millionen € Kosten nur für den Ruhestand. So viel hat ja zum Beispiel jetzt ein Minister gar nicht uns Geld gekostet während der Amtszeit. Ich frage mich, warum man das weiterhin so betreibt. Also, Frau Merkel hatte noch mehr Gehalt, das muss man mal dazu sagen. Die hat sich als Parteivorsitzende der CDU noch mal 15.000 € extra gegönnt, jeden Monat. Aber nun gut, sei es drum.
Die Grünen wollen uns alles verbieten, aber sich die Taschen vollschieben, bis sie quasi platzen. Ich weiß gar nicht, was Frau Baerbock mit 32.394,59 € jeden Monat so alles anstellt. Vielleicht hat sie ja zu Hause schon Menschen Obdach geboten, die es nötig haben. Oder sie spendet alles davon. Wobei, wenn sie da was spendet, ist das wieder einkommenssteuerrelevant. Sieht man immer ganz schön die Parteispenden des Bundestages, welche da alle eingehen, 31.12., damit das noch steuerrelevant ist. Die Liste wird dann immer ganz schön lange. Aber sei es drum, findest du, Frau Baerbock ist die 32.000 € wert im Monat und natürlich noch 8.800 € Ruhegeld spätestens ab dem 63. und zwar bis zum Lebensende. Bis zum Ende. Und noch ein Funfact am Rande. Sollte ein Minister zu Tode kommen, innerhalb seiner Amtszeit für die Bundesregierung, unabhängig davon, ob er jetzt zu Hause an einem Herzinfarkt stirbt, dann bekommen die Hinterbliebenen des Ministers bis an ihr Lebensende eine Hinterbliebenenversorgung, da wackeln euch die Ohren. Das Ganze gilt auch für Bundestagsabgeordnete, da bekommen die Hinterbliebenen einfach mal bis an ihr Lebensende eine Hinterbliebenenversorgung, egal ob notwendig oder nicht. Die einzige Ausnahme ist, wenn der Hinterbliebene Gelder aus dem öffentlichen Dienst bekommt, da gibt es wieder eine Verrechnungsmethode. Ganz richtig, es wird nur ein bisschen verrechnet, da wird nichts gekürzt. Wo kämen wir denn dahin? Die leben alle wie die Maden im Speck. Hauptsache, selbst ist für sich gesorgt. Das erklärt, warum sie so fernab jeglicher Realität Dinge entscheiden, die der Normalbürger gar nicht verstehen kann. Sie bekommen hier steuerfrei eine Pauschale, die höher ist als das Gehalt von 90% der Leute in diesem Land. Und dann wundern Sie sich nochmal, dass es am linken und am rechten Rand Leute gibt, die immer größere Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Politik äußern. Leute, ihr müsst es doch mal begreifen, Politiker. Hallo, Frau Baerbock. Hallo, Herr Habeck. Ich weiß, Sie haben nicht viel Zeit, aber Sie wissen schon, dass Sie zu viel Geld verdienen, aber Sie machen nichts dagegen. Und jetzt steigt dieses Jahr ganz natürlich am 1. März stiegen die ganzen Ministergehälter und zum 1.7. steigt die Abgeordnetenentschädigung. Dann kriegt sie noch ein paar hundert Euro mehr, aber sei es drum, wir haben es doch, kein Problem. Frau Merkel hat auch noch Dutzende Mitarbeiter beschäftigt, die jetzt ihre Memoiren schreiben. Natürlich Steuerzahler finanziert. Wer kriegt die Tantiemen aus dem Buch? Es ist Frau Merkel in ihr Privatvermögen, das inzwischen auf über 3 Millionen € geschätzt wird. Damit mache ich jetzt mal Schluss. Wenn du findest, Frau Baerbock hat das verdient, schreib mir das in den Kommentar. Wenn du denkst, sie hat ein bisschen weniger verdient, schreib mir doch auch einen Kommentar und schreib mal, wie viel Euro du ihr bezahlen würdest für das, was sie so abliefert.